Hallo, ich möchte mal was erzählen aus einem unserer Projekte. Wir machen Beratung für Trinkwasserversorgungsunternehmen, wo wir Beratung für die Verbesserung der Bodenqualität machen, um das Grundwasser zu schützen. Wenn der Boden lebendig ist, viel Humus hat, dann lässt er nicht mehr so leicht Stickstoff durch und die Stickstoffbelastungen des Grundwassers sind ja ein Riesenproblem. Und da verwenden wir halt die Methodik der regenerativen Landwirtschaft und damit kann der Humus aufgebaut werden. Und jetzt haben wir neulich etwas erlebt. Wir haben halt ausführlich gemessen im Boden, was alles so vorhanden ist. Und unter anderem haben wir festgestellt, dass dort Phosphor für Jahrhunderte im Boden ist. Und das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Also für Bauern und Gartenbauer ist es eine gute Nachricht. Fast überall sind gigantische Mengen Phosphor im Boden, entweder natürlicherweise oder durch den Phosphordünger, der zum größten Teil weggebunden wird, aber nicht in die Pflanzen geht. Und so hat man dann über die Jahrzehnte ein schönes Sparkonto angelegt. Und wir dachten jetzt, den Bauern können wir da eine gute Nachricht bringen, haben gesagt, hier Phosphor ist genug, Phosphordüngung ist in den nächsten Jahrzehnten zumindest nicht mehr nötig. Und zu unserer Überraschung hat dieser Bauer dann gesagt, ach nö, das haben wir schon immer so gemacht, das mache ich jetzt auch weiter. Und er düngt weiter auch mit Phosphat. Und das ist halt sicherlich ein Extrembeispiel, aber es zeigt auch einfach die Ignoranz, die oft vorhanden ist, dass man wirklich so einfachste wissenschaftliche Zusammenhänge schon ignoriert, einfach weil man es immer so gemacht hat. Und jetzt gibt es aber mit Phosphor auch noch wichtige Sachen, die man wissen muss. Und hier möchte ich auf die fantastische Arbeit von Dr. Christine Jones hinweisen aus Australien, eine der ganz, ganz großen Bodenwissenschaftlerinnen, die auch einen sehr, sehr guten Namen bei den Leuten in Deutschland hat, die sich mit Boden beschäftigen. Und sie hat halt auch etwas erarbeitet, was sie das Phosphorparadox nennt. Und das ist tatsächlich, dass wenn man wasserlöslichen Phosphor aufbringt aus dem Boden, kann das mit dem wasserlöslichen Stickstoff auch noch verstärkt verhindern, dass organische Masse aufgebaut wird. Also wasserlöslicher Stickstoff und wasserlöslicher Phosphor sind jeweils für sich mit wesentlichen Mechanismen dafür verantwortlich, dass kein Humus aufgebaut wird. Also man gibt eine Menge Geld aus. Und ja, hält seine Böden im Grunde schwach. Und das führt dann dazu, dass die Nährstoffe dann auch noch schneller durchrauschen, man immer noch mehr zugeben kann, der Boden letztlich kaputt geht und dann ist das Desaster irgendwann komplett. Und da sind wir bei sehr, sehr vielen Böden. Europa zerstört seine Böden inzwischen so stark wie kaum ein anderer Kontinent in der Welt. Und insofern sollten wir langsam auch zur Vernunft kommen, wie in anderen Teilen der Welt schon auch mehr geschieht. Nordamerika, Australien und auch in Indien passieren sehr viele gute Sachen. Und dieses ja, Phosphorparadox ist mehrfach. Also einmal wasserlöslichen Phosphor teuer kaufen, aufbringen, ne, der typische NPK-Dünger verhindert einen Aufbau von Kohlenstoff im Boden. Und das ist etwas, was aber auch zusätzlich dazu führt, dass wir die Pflanzenverfügbarkeit des vorhandenen Phosphors, wie gesagt, häufig für Jahrzehnte oder Jahrhunderte im eigenen Boden vorhanden, dass wir diesen Phosphor überhaupt nicht mehr erreichen mit den Pflanzen, die halt jetzt wasserlösliche Dünger kriegen. Wir brauchen halt, das ist jetzt nicht nur Meinung von Dr. Jones, aber auch von vielen anderen natürlich, wenn wir das Bodenleben aufbauen, also die ganzen Bodenorganismen einschließlich der ganz, ganz wesentlichen
Bodenpilze, dann wird Phosphor sehr viel zugänglicher. Und Phosphor, was jetzt eigentlich nicht pflanzenverfügbar war, wird plötzlich pflanzenverfügbar, weil dieses Zusammenwirken von Wurzel und den symbiotischen Bodenorganismen, wie zum Beispiel den Mykorrhiza-Bodenpilzen, plötzlich Phosphor liefert, weil die Pflanze den Organismen sagt, hallo, ich brauche Phosphor, ich zahle mit Zucker. Das ist die Währung der Pflanze, ne? Die gibt Zucker und kriegt dafür nach Ansage und Abfrage eigentlich das, was sie haben will. Durch NPK-Dünger wird diese Balance zerstört. Und jetzt gibt es aber zum Glück den Ausweg, dass wir wegkommen von der Stickstoffdüngung, vom wasserlöslichen Stickstoff. Das kann man sehr schnell, weil wenn der Boden dann belebt wird, produziert er halt selber genug Stickstoff, ne? Also Stickstoffbildung ist möglich von unendlich vielen Bodenorganismen. Und jetzt kommen wir aber an eine Frage, die jetzt auch entscheidend ist, weil man braucht auch gewisse Chemikalien und zwar besonders Spurenelemente. Die Stickstofffixierung kann halt nur passieren, wenn Molybdän im Boden ist. Und alleine jetzt, dass wir eine vernünftige Photosynthese haben, dafür brauchen wir auch eine ganze Reihe von Elementen im Boden. Also es geht gar nicht darum, alle Substanzen wegzulassen, sondern intelligent auch Mineralien einzubringen. Spurenelemente braucht man nur in ganz, ganz geringen Mengen. Das ist oft sehr, sehr kostengünstig. Das, was teuer ist, ist erstmal die Analytik, das erstmal festzustellen. Und dann kann man halt den Boden aufbauen. Die Möglichkeiten, den Boden aufzubauen, ist vielfach beschrieben in dem, was man regenerative Landwirtschaft nennt. Nicht mehr pflügen oder zumindest nur flach pflügen oder grubbern. Wenn die Bodenbiologie nicht gut ist, diese Bodenbiologie erstmal wieder aufbauen. Und mit dieser Bodenbiologie kann man dann halt einfach viel, viel mehr Nährstoffe aktivieren. Und nicht nur das Phosphor, Stickstoff ist ja ohne Ende vorhanden, das kann das Bodenleben solar punktgenau am Ort des Bedarfes selber machen. Also da jeder Bauer, der einen lebendigen Boden hat, hat eine gigantische Stickstofffabrik, die solar angetrieben wird. Und wenn man Stickstoffdünger einkauft, dann hat man da schon ziemlich viel falsch gemacht. Beim Phosphor, wie gesagt, ist es eine andere Dynamik. Phosphor gilt als ein knappes Element. Wenn man die verfügbaren Ressourcen für den Phosphorabbau sieht, aber wenn wir jetzt dazu zählen, was in ganz, ganz vielen Böden, nicht überall, aber in sehr, sehr vielen Böden an Phosphor vorhanden ist. Phosphor ist sehr wenig mobil. Also das, was im Boden ist, das bleibt da sehr, sehr lange. Und man kann es pflanzenverfügbar machen, indem man halt das Bodenleben anregt, die Bodenpilze nicht mehr zerstört, also nicht mehr pflügt, keine Biozide mehr oder die zumindest schon mal drastisch reduziert. Und damit kann man halt einfach dann den Phosphor heben. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil neben der eigenen Produktion von Stickstoff, statt das mit gigantischen Energiemengen synthetisch zu machen und teuer einzukaufen, ist beim Phosphor die Situation, da ist oft wahnsinnig viel vorhanden. Und der Bauer im Projektgebiet, der dann sagte, ach ja, ich dünge einfach weiter, der verschwendet nicht nur Geld, sondern der hält sein System kaputt. Und das ist halt einfach etwas, was man verstehen muss. Das ist auch etwas, was Dr. Christine Jones deutlich macht. Das Gesetz des Minimums ist richtig in einem natürlichen, funktionierenden System. Sobald wir die ganze Biologie durcheinander bringen, die Biochemie durcheinander bringen,
gilt es gar nicht mehr, weil plötzlich diese Zusammenhänge gar nicht mehr funktionieren. Und das ist halt etwas, wir müssen erst wieder in eine gesunde Situation kommen, gesundes Bodenleben, und eine Pflanze kann nur dann richtig gesund sich ernähren und auch für den Menschen oder für das Tier gesund sein, wenn es ein gutes, eine gute Bodenbiologie hat. Also die Pflanze kann man nur zusammen betrachten mit ihrer Bodenbiologie, speziell die um die Wurzeln herum und die mit den Pflanzen symbiotisch zusammenarbeiten. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und messen kann man das natürlich am Pflanzensaft, ne? Das Brix-Gerät, ich habe es hier liegen, wo man halt dann einfach den Pflanzensaft halt bestimmt und mit dem Pflanzensaft dann halt einfach sehen kann, wie gut funktioniert der Boden. Ne? Man braucht gar nicht alles zu analysieren, sondern man hat tatsächlich dann auch sehr schnell schon einen Überblick. Und das ist die billigste Messung überhaupt. Das Gerät kauft man einmal und dann kann man es eigentlich für Jahrzehnte verwenden. Und so hat man dann halt einen Anhaltspunkt, wie gut der eigene Boden funktioniert. Gut, nochmal kurz zusammengefasst. Das Phosphor. Paradox, wenn ich Phosphor gelöst, löslichen Phosphor reinbringe, störe ich den Aufbau von Kohlenstoff. Also den Humusaufbau verhindere ich. Und Humus ist das Wichtigste überhaupt, um einen guten Anbau auf Dauer zu realisieren. Für Stickstoff gilt das ähnlich. Stickstoff behindert und stört sehr viele Bodenleben. Prozesse, wenn es wasserlöslich ist, und das ist auch genau das, was das Grundwasser belastet. Es wird sehr wenig davon nur benutzt, was aufgebracht wird als NPK-Dünger oder auch als Gülle, und deshalb ist halt einfach die Bodenbiologie zu beachten. Spurenelemente, Mineralien auch messen, und besonders wenn man jetzt hier feststellt, da gibt es Defizite, kann man dann halt schauen, dass man damit halt dann noch eine genauere Analytik macht und schaut, was fehlt hier tatsächlich. So, ich hoffe, das hilft. Wie gesagt, gute Nachricht. Meisten Böden haben Phosphor ohne Ende und damit kann man dann sehr viel mehr Einkommen generieren durch Senken der Ausgaben und indem man halt die eigene Produktion immer besser macht im Laufe der Jahre. Und da ist die regenerative Landwirtschaft fantastisch für. Da möchte ich auch hinweisen auf meinen Vortrag zur regenerativen Landwirtschaft. Ich verlinke auch den tollen Vortrag von Dr. Christine Jones hier drunter, dass man sich das auch im Original nochmal angucken kann. Das ist jetzt eine absolute Kurzfassung und für Leute, die sich auch näher interessieren, hat sie dort einen sehr, sehr schönen Vortrag. Ja, soweit. Vielen Dank. Bis dahin.